Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft FatMods Again. Und wie ihr schon seht, stehen wir am Friedhof und haben hier ein gewisses Problem mit der Zeitkontinuität. Denn auf diesem Grabstein steht der 30.03. Heute haben wir aber den 28. Das heißt, entweder ich werde in 2 Tagen um 17.23 Uhr von einem Zombie-Pigment erschlagen. Oder aber wir bessern einfach diesen Fehler aus, was die deutliche, einfachere Variante sein dürfte. Vielen Dank nochmal dafür, ihr habt mich wirklich alle darauf hingewiesen. Es finde ich ganz toll, dass wirklich, mir ist der Fehler überhaupt nicht aufgefallen beim Schreiben, da war ich wahrscheinlich ein bisschen abgelenkt, aber wirklich Postumenten kamen auf dem Video sofort die Nachricht, dein Datum stimmt nicht, das passt nicht, ne? Danke nochmal, wie gesagt, ich habe es echt nicht gesehen, aber ist ja kein Thema, wir können das ja ausbessern. Und wahrscheinlich werden wir in 2 Tagen trotzdem von den Zombie-Pigmen erschlagen, einfach nur, weil, ja, Minecraft. Das richtige Datum war natürlich der 20.1., 20.3., nicht der 1., oh Gott, jetzt bin ich schon ganz doof. 2013. Oh Gott, dann haben wir die Uhrzeit jetzt gemerkt, ja, 17.23. Und das war ein Zombie-Pigman. So. Nun sollte das Zeitkontinuum zufriedengestellt sein. Wir haben den Fehler korrigiert. Und muss auch leider sagen, ich habe so ein bisschen offscreen mal die ganzen alten Schilder mal ein bisschen ausgebessert. Das heißt, ich habe da überall meinen Namen reingeschrieben, habe auch die Zeit ein bisschen auseinandergezogen. Aber das wollte ich euch jetzt wirklich nicht aufheizen. Ich hätte Zeit drauf können, aber das ist sowas von egal. Wie gesagt, ich habe mich nicht aus dem Friedhof rausbewegt. Es ist nichts gelaufen. Die ganzen Maschinen stehen momentan sowieso still. Von dem her ist auf der Welt wirklich nichts passiert in der Hinsicht. Außer, dass es mal kurz geregnet hat, aber ja. Das ist jetzt auch nicht der große Weltveränderer. Und ich habe natürlich wieder die Musik vergessen. Yay! Oh, und jetzt ist es zu laut. Ah, komm schon. So. Mir war natürlich stehen geblieben, die Recyclinganlage. Wieso steht die auf Dauersignal? Ah, jetzt. Hier ist ja schon ein Puls dran. I know. Das geht hier rüber, das haben wir fertig gebockt. Jetzt sind leider schon wieder ein paar Tage seine Aufnahme vergangen. Heute ist der 28. und die letzte Aufnahme mit den, war am 25. Oh, keine Ahnung. Das ist schon wieder mal, ich bin schon ein paar Tage ins Land gegangen. Aber ich bin ja endlich froh darüber, den ganzen Stress der letzten Wochen wieder hinter mir zu haben und endlich wieder geregelt Aufnahmen rausbringen zu können. Ein Hoch darauf. Was haben wir hier? Ah, wir haben ja schon angefangen. Ah, Moment, wir wollten ja den Quarry wieder anschließen. Weil der Motor ja auch steht. Wir könnten ihn eigentlich auch eine Etage runterlegen, weil den Berg hat er jetzt weggegraben, wie er sollte. Dann tun wir uns mit einem Anschluss ein bisschen leichter. Das heißt, wir können auch mal hier die Kisten anfangen wegzureißen. Oh, jetzt ist komplett. Oh, ernsthaft? Warte mal, die Diamond Pipe würde ich ganz gerne aufheben. Die ist mir dann doch so teuer, dass ich die da eventuell liegen lasse und dann vergesse. Ach, das liegt jedes Mal gar nicht. So, schon besser. Faden verloren. Oh Gott, das fängt ja wieder gut an. Ach ja, ich wollte Minecraft so ein bisschen runterdrehen. Options und runter. Ja, in letzter Zeit spiele ich auch wieder ein bisschen vermehrt mit ein, zwei Freunden auf einem Pseudo-Server. Weil Minecraft unter LAN-Version über Hamachi deutlich stabiler läuft, als wenn man sich einen eigenen Server aufsetzt. Das ist sehr erschreckend eigentlich mit anzusehen. Gerade was Mods wie zum Beispiel Rallycraft angeht, auf Server läuft es mal überhaupt nicht, weil eben, wie gesagt, die ganze Movement-Bewegung, das ruckelt und leckt so bitterböse, das ist echt schlimm. Aber wenn man die Karte im LAN-Modus startet, dann geht's eigentlich wirklich einfach erst rein. Das ist, ja, ein bisschen traurig. Das ist wieder typisch Minecraft, dass servertechnisch so mal, ja, leider ist ziemlich viel im Argen hängt. Vielleicht wird das ja irgendwann mal noch gelöst, dieses Problem, aber ich bezweifle es. Und da ist eigentlich genügend drin. Die könnte man einfach wieder anschmeißen, wobei die wollen wir eher an Steam ranhängen. Nur da kann man das Problem, wir haben nicht genügend Dampfleitungen. Geschweige denn genügend Kakteen, um überhaupt Leitungen herzustellen. 30, da kommen wir nicht weit damit. Vor allem müssten wir goldene Leitungen bauen, um überhaupt diesen Durchsatz zu erzielen.
Oder aber wir machen oben im Dampfraum quasi direkt die Anbindung der Steam Engines und legen dann nur eine, wie heißt es jetzt wieder, Conductive Pipe rüber zum Quarry. Das würde auch gehen, da würden wir uns statt zwei Goldleitungen noch eine Goldleitung verlegen müssen. Wäre eine Ecke billiger. Weiß immer noch, was da toll ist, weil wir nämlich mal ein Gold haben momentan. Ja, da kommen wir wieder das Thema Ressourcenknappheit zurzeit. So ein bisschen unvorteilhaft. Golden Kontakt, das haben wir noch ein paar. Die Köln legen sich mal beiseite. Der ist mir zu teuer, dass wir rumtragen. Halt. Ja, 5. Das sind noch 2, das sind 7. Da kommen wir nicht weit. Ja, da kommen wir nicht mal annähernd weit. Das reicht gerade mal für den Anschluss. Ah, jemine. Wie haben wir den Boiler da oben jetzt eigentlich aufgebaut? Lieber, als wenn er hier stehen würde. Ach, das ist schon wieder alles so suboptimal. Den bauen wir mal nochmal kurz um. Da habe ich wahrscheinlich wieder nicht nachgedacht, wie ich den aufgebaut habe. Wenn man braucht, dann sind Boiler immer rundherum ein bisschen Platz für die Anschlüsse. Doch vielleicht noch eins weiter rüber. Ups, komm wieder her. So, 3. Ja, 2 nach hinten raus, das geht auch. So, 1, 2. Zack. Dann muss ich die Leute dann auch wieder anklemmen. Ich glaube, deswegen habe ich ihn so nah an die Wasserquelle gebaut, weil wir ja nicht genügend Rohrleitungen haben. Vermaledeit. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden. Oh, 2 Stück brauche ich mehr. Ich hoffe, ich habe noch. Ja, habe ich noch. Stone Transport. Aber wie gesagt, das eigentliche Problem ist, dass wir kein Gold für Goldleitungen haben. Wie gesagt, also kleine Leitungen haben ja nur einen Durchsatz von 10 Liter und die Goldleitung hat einen Durchsatz von 40 Liter und ein Commercial Engine braucht schon 20 Liter. Das heißt, wir müssten jeden von denen entweder mit 2 Steinleitungen verbinden oder mit einer halben Goldleitung. Sprich, ich könnte 2 an eine Goldleitung klemmen. Also entweder 4 Steinleitungen ziehen oder eine Goldleitung. Ist ziemlich klar, was man da eigentlich nimmt. Nur wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Da ist wieder guter Rat jetzt teuer. Könnten ja generell überhaupt schon mal hier einfach mal anfangen zu verlegen. Wenn das die Pipe ist, die später rausgeht, um den Quarry und die Farm zu versorgen, dann brauchen wir links und rechts davon jeweils die Engines. Dann haben wir ja nur 2, das heißt, wir könnten 2 anklemmen, dann könnten wir da später noch eine 2. Draufsetzen oder mehr, je nachdem, wie viele Leitungen wir herziehen. Und so, dann kann man nämlich die dann eben zum Quarry überziehen. Weil das auch interessant werden dürfte jetzt. Und was wir auch mal tun, wenn wir jetzt hier diese ganzen Hohlräume endlich mal unser Glas reinsetzen, das müssten wir ja hergestellt haben in der letzten oder vorletzten Folge oder generell irgendwann mal. Ja, da haben wir Glas. Wusste ich's doch. Diese Bauruine endlich mal ein bisschen voranzukriegen. Wie gesagt, die sollte man auch mal ordentlich verschönern, aber wir haben dann so viele andere Probleme. Hauptsache die Gebäude stehen. Sieht einfach wie ein Creosote aus. Oder Creosote. Ist übrigens mittlerweile europaweit verboten, Creosote für irgendwas zu benutzen, weil es sehr krebserregend ist. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hab ich letztens erst erfahren. Aber ja, interessiert uns ja hier in Minecraft nicht, krebserregend oder nicht. Einmal mehr sterben oder, noch haben wir Platz auf dem Friedhof. Krankheiten wäre auch mal so eine schöne Erweiterung.
flüssige Krankheiten mit Debuffs und lalala. Wäre mal ganz lustig, wenn man so eine ganze Nacht im Regen arbeitet, dass man am nächsten Tag wirklich so einen Debuff kriegt, so schnupfenmäßig. Würde ich mir irgendwie lustig vorstellen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Oh. Ich finde es ja leider schade, dass der eigene HD-Patch von der Forge diesen Connected Glass nicht frisst. Oder Connected Textures an und für sich. Ist wie gesagt leider schade. Und Optifine ist ja momentan immer noch so ein Tabuthema. Es streicht sich halt mit der Forge an allen Ecken und Enden. Gerade was Rendering angeht, da reagieren dann sehr viele Maschinen fragwürdig drauf, wenn die sich da im Kreis drehen. Oder zumindest die Animation der Texturen würde das anzeigen. Und das ist so ein bisschen nervig auf Dauer. Weil man dann eben nicht mehr wirklich weiß, was vorne, was hinten ist. Da kann man nur hoffen, dass es in zukünftigen Versionen solche Probleme behoben werden. Aber was ja momentan auch so ein kleiner nerviger Bug ist, ist das liebe Inventory Tweaks. Versucht ja seit der letzten Aktualisierung, die ich gemacht habe, permanent zu allen möglichen ein Inventar zu erkennen. Auch zu logischen Schaltkreisen von Red Power zum Beispiel. Wenn ich dann einen Timer aufmache, dann läuft dieser LF35-Fehler durch, weil er versucht, ein Inventar zu erkennen, das nicht vorhanden ist. Oh, das macht dann schon ein bisschen kirre. Dieser Fehler tritt auch bei ein paar Thermic Expansion Maschinen auf, habe ich letztens gesehen. Gerade bei den Tesseract. Ist leider ein bisschen unschön, weil es so ein bisschen nervig ist, wenn dann immer dieser Textlock hier zuspammt mit diesem Fehler. Aber naja. Ich hoffe sowieso, dass wir irgendwann auf die 1.5 wechseln können und vielleicht sind in der Zeit dann ja Versionen raus, die diesen Fehler behoben haben. Aber ich befürchte so, dass Red Power uns dann wieder einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen wird, indem es einfach für 1.5 mal wieder auslässt. Genauso wie es die 1.7 schon ausgelassen hat, 1.47 ausgelassen hat. Ach ja, Elram, du bist schon eine. So, die Pipes kann ich mal wegpacken. Damit komme ich halt keine 5 Meter weit. Oh. Woher kommen eigentlich diese Sprichwörter? Man kommt keine so viel Meter weit damit. Ich weiß es nicht. Und wir könnten das wirklich noch ein bisschen einfach nach links legen. Dann würden wir nicht genau hier unter dem Fenster da rausgehen. Sähe vielleicht schöner aus. Oh, jetzt kommt er wieder nicht heran. Komm her! Naja, oder so. Zuck! Naja, so viel dazu. Bloß nicht runterfallen. Na, oh, komm schon. Zack, machen wir dazu. Also wie gesagt, der Raum ist groß genug, um den Boiler mal später auszubauen und hier wirklich ordentlich viele Steam Engines hinzuklatschen. Problem ist, wir haben momentan einfach nicht die Anschlussmöglichkeiten. Das macht uns ein bisschen wahnsinnig. Zack und zack. Hey, Moment, das könnte vielleicht sogar hinhauen. Nein, um eine! Also ich könnte jetzt wirklich den Motor eins nach vorn ziehen, oder wir haben hier noch ein bisschen Gold rumliegen. Klauen wir uns einfach nochmal aus dem Filter raus. Ist zwar nicht die schöne Methode, aber das tun wir jetzt einfach mal. Zack, zack. Lalalala. Denn wir brauchen ja Kontakte auch noch, aber da kommen wir auch nicht weit mit. Das ist echt ein Problem so momentan. Oh, wir haben noch 5 Diamanten. Ist ja nice. Habe ich ja vollkommen ignoriert. Zur Not werden wir vielleicht noch mal ein bisschen Gold suchen gehen. Uns wird schon fast nichts anderes übrig bleiben, glaube ich. Das wollte ich haben. Tut mir in der Hinsicht echt wieder leid, aber... Wenn es halt nicht anders geht. Aber wir sind ja kurz vor der Fertigstellung. Wie gesagt, wir müssen es ja nur noch anschließen. Dann läuft ja hier alles wieder. Die normale Recycling-Lage kann man mit normalen Stone-Pipes anschließen. Es geht jetzt wirklich nur um diese Gold-Conductive-Pipes, um den Quarry mit Energie zu versorgen und eventuell auch noch die Farm da drüben. Aber die könnte man zur Not auch nochmal mit Holzkohle beheizen. Das wäre jetzt auch nicht so der Aufwand, bis der Quarry eben auf Gold stößt. Oder uns langweilig ist, je nachdem.